Liebe Gemeinde, es ist so schön hier bei euch zu sein. Leider ist meine Familie nicht dabei, aber am Montag ist unser Umzug und dann nächste Woche bei unserem Abendmahl sind wir als ganze Familie da. Ja. Wie schon gesagt, ich bin auf den Philippinen geboren und auch aufgewachsen. Also made in the Philippines. Ja. Und ich komme nach Deutschland, als ich 26 Jahre alt war. Weil ich dort auf den Philippinen eine wunderschöne Frau kennengelernt habe. Ich bin eigentlich nach Deutschland gekommen wegen der Liebe. Ne? Und meine Frau, Sarah, war zum dritten Mal auf den Philippinen für eine Missionsreise und dann hat sie sich dann beschlossen, dort noch ein Jahr zu bleiben, als Missionar zu arbeiten für Gott, als ich sie kennengelernt habe. Und jetzt bin ich hier in Deutschland sozusagen auch als Missionar für Gott. Ist das nicht wunderschön? Ja. Und mein Theologiestudium habe ich alles auf den Philippinen gemacht. Ich kam dann nach Deutschland, dann nach Bogenhofen. Da habe ich dann Sprachkurs besucht. Ich habe in Österreich Sprachkurs gelernt, also Deutsch gelernt. Ja, und Sarah und ich haben beide eine Leidenschaft für den Dienst an Gott. Und abgesehen davon haben wir auch etwas Gemeinsamkeit. Und das ist, dass wir beide kommen aus Pastoralienfamilien, Pastorenfamilien. Und dadurch waren die Werte gleich so ähnlich, obwohl wir von verschiedenen Kulturen kommen und auch von beide Ende der Welt kommen. Ne? Ja, und nach Bogenhofen zogen meine Frau und ich nach Heilbronn, wo meine Frau als Lehrerin der Adventschule dort gearbeitet hat, während ich in einer Verpackungslager gearbeitet habe. Und dann ein paar Monate später bekomme ich den Ruf von der Mitteleinischen Vereinigung, als Jungprediger in Bezirk Kassel zu arbeiten. Das ist in Nordhessen. Und da sind wir 3 Jahre lang geblieben. Und dann kommt dann die Versetzung ins Saarland. Und in Saarland waren wir 4 Jahre. Und dann kam dann den Ruf von der Bayerischen Vereinigung hierher nach Nürnberg zu kommen. Ich bin mit nur einer Koffer nach Deutschland gekommen und ich habe dann auch mit der Frau hier geheiratet, also in Bogenhofen. Und dann ziehen wir jetzt nach Nürnberg mit 2 kleinen Kindern in unser Gepäck. Einer Kasslerin und ein Saarländer. Und wir freuen uns sehr, dass wir Gott hier in Bezirk Nürnberg-Marienberg dienen dürfen. Ja. Liebe Gemeinde, ein neuer Prediger haben wir vor Ort. Ein neuer Prediger. Wer ist das? Was können wir von ihm erwarten? Wird er unsere Kinder erreichen? Wird er die Jugendlichen erreichen? Oder noch besser gesagt, wird er unser Alten kümmern? Oder was, wenn mir seine Stimme nicht gefällt? Das ist meine Radio Voice. Oder was, wenn er nicht das predigt, was mir gefällt? Ein neuer Prediger, der noch nicht einmal perfekt Deutsch spricht. Also, das ist normal hier. Dann fühle ich mich jetzt zu Hause. Ein neuer Prediger. Erwartet ihr, dass... Wer ist denn der neue Prediger? Ich? Ehrlich? Was erwartet ihr denn von mir? Erwartet ihr, dass ich so predigen kann, so gut wie Mark Finley oder der bekannte deutsche Evangelist? Oder vielleicht der Sprecher von letzter Woche, der über Bartimäus gesprochen hat?
Oder erwartet er, dass ich so gut sprechen kann wie die vorige Jungprediger oder Pastoren damals hier in Marienberg? Erwartet er, dass ich alle eure Probleme löse oder eure Wünsche erfülle? Ein neuer Prediger. Und ich glaube, es gab schon so viele Jungprediger oder Assistenzprediger vor mir gegeben hat, die dieser Gemeinde gedient haben. Für die meisten von uns, ja auch für mich, vielleicht fast 90%, beginnt ein neues Jahr im Januar. Und wir sind ja im Januar. Ein neues Jahr, ein neues Beginn. Für mich und meine Familie, das ist auch ein neues Kapitel in unserem Leben. Wir beginnen einen neuen Abschnitt hier in Nürnberg. Und hoffentlich bleiben wir auch hier ein bisschen länger. Und ich weiß, es wird für euch und auch für mich eine spannende Reise werden, ne? Weil ihr bekommt einen Prediger von anderen Ende der Welt, von Philippinen. Wir haben verschiedene Kulturen, Backgrounds, aber wir haben etwas gemeinsam. Und das ist, dass wir Gott dienen, dass wir zusammen sind, als Bruder und Schwester. Und ich habe auch eine deutsche Frau. Ja. Und meine Predigt heute, liebe Gemeinde, ist eigentlich nicht nur für euch, sondern auch für mich als Pastor. Wenn wir mal gemeinsam als Gemeinde zusammenwachsen, vorankommen, dann brauchen wir einander. Denn eigentlich reisen wir zusammen, oder? Und ich möchte heute ein paar wichtige Erinnerungen also weiter anschauen mit euch und auch weitergeben, damit diese Erinnerungen uns bei unserer Reise helfen können. Und wir werden das auch jetzt heute sehen. Das ist also unser Haupttext heute ist in Matthäus Kapitel 17. Ja? Wenn wir dieses Kapitel voller Herausforderungen weiter anschauen, dann brauchen wir diese wichtigen Erinnerungen. Das ist in Matthäus Kapitel 17. Ich werde jetzt ab Vers 1 bis Vers 8 ganz schnell durchlesen. Matthäus 17, Vers 1 bis Vers 8. Und da steht, und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und seinen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen, dir einer, Mose einer und Elia natürlich auch einer. Und als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihre Angesichter und fürchteten sich sehr. Und Vers 7, und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steh auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Dieses Ereignis, das die Verklärung genannt wird, war eigentlich eine Vorausschau auf Jesu zweite Wiederkunft. Ne? Also wie das in ein Kapitel vorher ernannt wird, in Kapitel 16, Vers 27 bis 28. Und es sieht so aus, als Jesus uns hier wichtige Tipps geben für unsere Reise, die uns helfen werden. Und ich habe heute für euch ne, 3 wichtige Erinnerungen. Und diese 3 Erinnerungen kann man ganz leicht merken, weil sie bestehen nur aus einem Satz mit 8 Wörtern. Aus einem Satz mit 8 Wörtern. Okay? So, die erste Erinnerung besteht
besteht aus 5 Worten, die wir in Vers 1 finden, in Kapitel 17 natürlich. Und Vers 1, da steht: Und nach 6 Tagen nahm Jesus und Petrus und Jakobus und seinen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Auf einen hohen Berg. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern, ne? Und dann hat dann diese 3 mit sich geholt und weiter auf einen Berg. Sie waren natürlich schon sehr müde. Und unsere erste Erinnerung hier ist, das Leben ist eine Reise. 5 Wörter. Das Leben ist eine Reise. Bevor er das vergisst, bitte sagt das zusammen mit mir und auch ihr, die online anguckt. Das Leben ist eine Reise. Sehr gut. Das Leben ist eine Reise. So, Vers 1 sagt, dass Jesus und 3 seiner Jünger auf einen hohen Berg gingen. Das Leben, liebe Gemeinde, ist nicht nur, es ist nicht nur eine Reise, aber es ist eine Reise, die nach voran geht. Es ist eine Reise, die nach oben führt. Es ist eine Reise, die nach vorne führt. Sorry, aber wenn es nicht vorangeht oder weitergeht, dann ist das leider keine Reise. Vielleicht trudelst du nur herum, da schlenderst du. Du kannst das Verhalten nennen, wie du willst, aber es ist keine Reise. Ne? Reise beinhaltet nicht nur sich zu bewegen, wie ein Rocking Chair. Ne? Du schaffst es gar nicht. Es gibt einen Spruch auf Englisch, ich weiß nicht, ob ich das auf Deutsch richtig übersetzen kann, aber Rocking Chair gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Ne? Gibt dir etwas zu tun, aber bringt dich nicht weiter oder bewegt sich nicht vorwärts. Reise beinhaltet eigentlich, bedeutet eigentlich, sich einem Ziel entgegen zu bewegen. Es bedeutet, von Punkt A nach Punkt B zu gehen. Es ist eine Reise von Ignoranz zu Weisheit. Es ist eine Reise von Verdammung zur Erlösung. Es ist eine Reise von Schwäche zu Stärke. Es ist eine Reise von Feindschaft und Entfremdung mit Gott zu Freundschaft und Sohnschaft mit Jesus. Es ist eigentlich eine Reise von dieser alten Welt zum nächsten Welt. Wir sind Pilger, wir reisen. Erinnerung Nummer 1, das Leben ist eine Reise. Jetzt kommen wir zu zweiter Erinnerung. Die zweite Erinnerung nutzen wir, verwenden wir 2 weitere Wörter. Also die erste Erinnerung, das Leben ist eine Reise mit Jesus, 5 Wörter, und dann jetzt kommen 2 Wörter noch. Und das lesen wir immer noch in Vers 1 von dieser Geschichte, von dieser Bibelabschnitt. Denn Jesus nahm den Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Die zweite Erinnerung, liebe Gemeinde, die 2 Wörter ist mit Jesus. Alle zusammen, das Leben ist eine Reise mit Jesus. Boah, ihr seid super, sehr gut. Das freut mich sehr. Jetzt haben wir 7 Wörter. Das christliche Reise ist nicht nur eine Reise, die nach oben oder nach vorne oder hinauf geht. Aber vor allem ist das eine Reise mit jemandem. Und das ist mit Jesus. Mit Jesus. Und es ist auch eine Tatsache, dass niemand alleine im Leben reist. Wir sind immer mit jemandem, zusammen mit unseren Freunden oder mit unseren Familien. Mit jemandem sind wir ja unterwegs. Egal, ob du das magst oder nicht. Egal, ob du sagst, ja, ich bin eine Insel. Aber irgendwann mal brauchst du jemanden. Brauchen wir Menschen. In unserer geistlichen Reise ist das, das Konzept bleibt gleich. Wir reisen mit Gott. Wenn es nicht Gott ist, mit dem wir reisen, dann ist das jemand anderen.
Ne? Und das kann so gefährlich sein. Und es gibt hier einen ganz wichtigen Text. Ich liebe diesen Text und das ist von 1. Mose, Kapitel 5, Vers 24. Das ist die Geschichte von Henoch. Und da in Vers 24 von 1. Mose 5, da steht, und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr. Betonung, wandelte mit Gott. Ne? Weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Henoch ging nicht hinter Gott. Er ging auch nicht einen Kilometer entfernt von Gott, dann wäre ihm die Kommunikation mit Gott ganz recht oder schwer gefallen. Er ging auch nicht vor Gott. Er macht Sachen oder Pläne, ohne Gott abzusprechen. Er war mit Gott. Er wandelte mit Gott. Gott war gleich daneben oder Henoch war gleich daneben. Gott war sein Freund. Und ich hoffe, dass das so auch mit uns ist, dass wir mit Gott wandeln, gemeinsam mit Gott, durch unsere geistliche Reise. Das Leben ist eine Reise mit Jesus. Aber ist das alles, was wir brauchen, um Erfolg in diesem Leben zu haben? Ja, vielleicht von manchen ist das alles, oder? Das ist doch wunderschön, das Leben ist eine Reise mit Jesus. Das ist doch alles. Oder doch nicht. Ich habe aber damit begonnen, dass ich gesagt habe, dass wir haben drei wichtige Erinnerungen, die nur aus einem Satz mit 8 Wörtern bestehen. Also wir haben jetzt 7 Wörter. Das Leben ist eine Reise mit Jesus. Also wie viele Wörter fehlten noch? Noch eins. Wow, ihr seid alles super. Ich bin so begeistert in dieser Gemeinde. Ja. Ein Wort fehlt noch. Ein Wort. Und viele Christen halten an dieser Stelle an. Und denken, dass dies alles ist, was sie in ihrem Leben oder geistliches Leben erfolgreich brauchen. Aber das letzte Wort, es ist ein Game Changer. Es gibt eigentlich noch mehr. Na, kann jemand von euch raten, was das fehlende Wort ist? Das letzte Wort finden wir in Vers 8 von Matthäus 17. In Vers 8, da steht, dass sie aber ihre Augen erhoben. Dass sie aber ihre Augen erhoben, seien sie niemand als Jesus allein. Das letzte Wort, liebe Gemeinde, ist das Wort allein. Das Leben ist eine Reise mit Jesus allein. Mit Jesus allein. Das christliche Leben ist nicht nur eine Reise, die nach vorne führt oder hinaufgeht. Es ist so, klingt das so krass, aber ist es so. Es ist auch nicht nur eine Reise mit Jesus, sondern es ist eine Reise mit Jesus allein. Es ist eine Reise ausschließlich mit Jesus. In dieser Geschichte von Jesus auf dem Berg der Verklärung kommen auch noch andere biblische Gestalten in die Bild, auf der Bildfläche vor. In Vers 3 lesen wir von Elia und auch von Mose. Ne? Die erschienen wurde und dann mit Jesus redeten. Und dann diese zwei biblischen Helden waren, meiner Meinung nach, waren fast perfekte Beispiele dafür, was es bedeutet, mit Jesus alleine zu wandeln, zu reisen. Und dann in Vers 4, Petrus, er ist der Sprechleiter der Gruppe, hat dann sofort was gesagt. Und der Paralleltext eigentlich von Matthäus, da in Markus, da steht, Petrus wusste eigentlich nicht, was er sagen sollte.
hat einfach brrr gesagt. Na? Ich weiß auch nicht, was denn seine Gründe waren, was der Hintergrund war. Also man kann sagen, historisch oder gesetzlich, dass diese Geschichte war vor der Laubhüttenfest. Also vielleicht deswegen hat Mose da, Petrus das vorgeschlagen, ich baue mal eine Hütte für dich, auch einer für Elia und auch einer für Mose. Aber wir wissen nicht genau, was seine Absicht war. Aber in Vers 5, hier, Gott gibt uns hier die göttliche Priorität und auch Sichtweise. Gott, liebe Gemeinde, ist so interessiert an unser Zuhören und auch Hören auf ihn und suchen auch nach Jesus Christus. Und in gewisser Hinsicht sagte Gott zu Petrus, hey Petrus, diese Männer, Mose und Elia, obwohl sie hier gekommen sind, um Jesus zu helfen, na, sie, du sollst sie nicht verewigen oder sie verehren. Diese Männer soll eigentlich nur als Inspiration dafür sein, für dich und auch für deine Jünger und natürlich auch für Jesus, um euch zu helfen in eurer geistlichen Reise. Aber in diesem Prozess hefte deinen Blick auf Jesus Christus. Hefte deinen Fokus auf Jesus Christus und nicht auf diese Männer. Nicht auf diese Männer, Petrus. Sonst wirst du entmutigt werden, wenn du die Fehler im Charakter dieser Männer entdeckst. Mose und Elia waren nicht perfekt. Sie haben auch Fehler, wie du und ich. Leider haben viele Christen auch 8 Wörter. Aber ihr Satz unterscheidet sich im letzten Wort. Statt das Wort allein haben sie das Wort auch verwendet. Statt das Lieben ist eine Reise mit Jesus allein, dann sagen sie, das Lieben ist eine Reise mit Jesus auch oder auch mit Jesus. Ne? Und da sehen wir, allein mit diesem Wort, da ist schon ein riesiger Unterschied zwischen diesen 2 Konzepten. Einer von Gott ordiniert und der andere, das ist ein falsches Angebot von Satan. Liebe Gemeinde, bitte geh nicht nach von diesem Angebot von Satan. Und das kommt in so viele Wege, Methoden, die Satan das heutzutage verwendet. Aber Paulus hat uns sein Geheimnis also verraten. Das ist in 1. Korinther 2, Vers 2. Paulus hat gesagt da, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als gekreuzigt. Paulus' Fokus war auf Jesus Christus. Jesus allein. Und wie der Apostel Paulus habe ich auch den Wunsch, über den gekreuzigten Jesus Christus zu predigen und auch der auferstandene Jesus Christus zu verkündigen. Das geht auch mit euch, mit uns als Adventgemeinde. Denn das Kreuz bringt uns Hoffnung und auch Erlösung, oder? Wir wurden gerettet von der Strafe der Sünde. Das ist die Rechtfertigung. Und wir sind gerettet von der Macht der Sünde, Heiligung. Und wir werden gerettet von der Gegenwart der Sünde. Das ist dann die Vollendung der Erlösung, wenn Jesus wiederkommt. Und das Kreuz zeigt mir, liebe Gemeinde, dass ich einen Erlöser brauche. Ich bin nur ein schwächer Prediger. Mit Fehlern wie du. Aber wenn wir gemeinsam durch dieses neue Kapitel in unserem Leben, ich als euer Pastor, dann möchte ich, dass wir gemeinsam mit Gott wandeln. Es ist meine Absicht, Gottes Liebe und Botschaft der Erlösung
weiterzugeben. Es ist auch meine Absicht, die Kraft Gottes zu leben und möglichst auch das zu reden, zu sprechen. Nicht nur mit Taten, sondern auch mit Wörtern. Oder besser gesagt, nicht nur mit Wörtern, sondern auch mit Taten. Es ist auch meine Absicht, die einfache Botschaft der Erlösung durch den gekreuzigten Christus immer wieder und immer wieder zu spiegeln. Ich glaube, Jesus Christus, der sein Leben hingegeben hat für dich und für mich. Ich glaube auch an den Christus, der den Tod besiegt hat und das für uns alles bezahlt hat. Ich glaube auch aber an den Jesus, der die Kraft hat, mein Leben hier und jetzt und schon heute zu verändern und das immer wieder täglich zu tun. Und das bedeutet, dass ich als Prediger aber nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes hier und unter euch arbeiten möchte. Und ich möchte mit der Hilfe Christi das Wort in unserem Leben sichtbar werden lassen. Vielleicht kennt ihr die Komponistin Helen Lemmel. Helen Lemmel. Nee? Ihr könnt das später recherchieren. Aber sie hat ein ganz schönes Lied geschrieben. Und das ist das Lied Turn Your Eyes Upon Jesus. Boah, das ist einer von meinen Lieblings. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things on earth will grow strange, leading in the light of his glory and grace. Richte deine Augen auf Jesus. Schau ganz auf sein wundervolles Gesicht. Und dann werden sich die Dinge des Lebens trüben im Licht seiner Herrlichkeit und Gnade. Fokussiert sich auf Jesus statt auf die Krise. Die Krise wird kommen. Wir haben schon so lange darauf gepredigt. Aber vergesst nicht, dass unser Fokus, wenn die Zeit kommt, ist Jesus Christus. Es ist eine lange Reise. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon mit Gott. Und die einzige Möglichkeit, dass wir unsere Augen auf Jesus konzentrieren können oder aufrichten, ist, wenn das als unsere Gewohnheit werden. Das bedeutet, regelmäßig mit Gott zu hören durch die Bibel und regelmäßig mit dem Gebet. Wir haben 10 Tage des Gebets gemacht und ich hoffe, das Gebet hört nicht auf, weil 10 Tage des Gebets vorbei ist, sondern dass wir das weitermachen als Gemeinde und auch als Privatperson. Und ich mag gerne das Kinderlied, man kann so viel vom Kinderlied lernen, ne? Lies die Bibel, bete jeden Tag. Read the Bible, pray every day. And you grow. Und ich werde jetzt da ein bisschen den Text ein bisschen ändern. Lies die Bibel, bete jeden Tag. And you grow. Glow and you go. Ne? Lies die Bibel jeden Tag. Und du wirst wachsen. Geistlich. Hier. Du wirst wachsen. Du wirst denn auch scheinen. Und was noch? Du wirst hinausgehen. Du kannst dich nicht einfach von sich halten. Du musst diese wunderschöne Botschaft der Erlösung weitergeben. And you grow, glow and go. Du wirst wachsen, scheinen und auch hinausgehen, liebe Gemeinde. Wir sind jetzt am Ende unserer Predigt. Liebe Gemeinde,
wenn das euer Wunsch ist, mit Jesus, falls ihr das noch nicht getroffen habt, wenn das euer Wunsch ist, mit Jesus zu reisen, oder vielleicht seid ihr schon dabei und dann ihr wollt wieder dieses Commitment erneuern, dann hebe bitte eure Hände. Ich möchte gerne mit Jesus reisen, mit Jesus allein. Und für euch online, vielleicht guckst du dieses Video jetzt oder vielleicht später und du sagst, hey, ich möchte jetzt mit Jesus doch reisen, allein mit Jesus zusammen, dann hebe auch deine Hände. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen für ein Gebet. Lieber Gott, hier sind deine Kinder. Sie heben ihre Hände und zeigen, damit dass sie den Weg mit dir alleine gehen wollen. Den Weg wird nicht leicht sein, aber mit dir an unserer Seite, wen sollen wir fürchten, wenn du uns nicht verlassen wirst und niemals aufgeben. Es ist ein großes Privileg, lieber Gott, dich an diesem Sabbattag anzubieten. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde hilfst, zusammen zu wachsen, harmonisch miteinander zu arbeiten, während wir mit dir allein unterwegs sind. Segne auch diejenigen, die online mit uns Gottesdienst feiern. Wirke in den Herzen derer, die die Entscheidung treffen, dir zu folgen. Darum beten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.